Ja, hallo, herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal zum zweiten Teil meiner Videoserie KPIs und der komplette Vertriebs- und Marketingprozess End-to-End. Ja, wir hatten in der ersten Videofolge, falls du es nicht gesehen hast, bitte einfach nochmal kurz checken, hier oben unten ist ein Link oder einfach mal im YouTube-Kanal mal nachschauen. Hatten wir ausführlichst hier 10 Minuten lang das Thema MQL ist gleich Marketing Qualified Lead besprochen. Ja, und das insbesondere dediziert, spezifisch besprochen auf mein Geschäft, das ich mit meinen Kunden generiere. Bedeutet B2B und High-End. Das heißt, unsere Customer Lifetime Value, also nicht mein Customer Lifetime Value, sondern der Customer Lifetime Value meiner Kunden ist hoch fünfstellig, sechsstellig, manchmal sogar siebenstellig, okay? Das heißt, je nachdem, in welchem Unterbereich wir uns bewegen, ja, also in meinem Kundensegment gibt es ja nochmal Unterbereiche, sowas wie Enterprise, Large Enterprise Solutions, ja, da sind meistens dann Projekte, die grundsätzlich siebenstellig sind, also da startet irgendwie die Lizenzgebühr bei 500.000 Euro, okay? Dann gibt es eine Stufe drunter und dann noch eine Stufe drunter, okay? Recht viel weniger, die Kunden nehme ich mittlerweile schon gar nicht mehr an. Also ich hatte auch letztes Jahr oder auch diesem Jahr eigentlich, auch im Frühling, sehr viele Anfragen, weil ich da ein paar Videos gemacht hatte zum Thema SaaS, auch ein paar Beiträge, Artikel veröffentlicht. Hierzu auch gerne mal meine Blogs durchschauen, ja, auf klein-marketing.com oder thomasklein.consulting, je nachdem. Und ja, da hatte ich dann sozusagen mal Anfragen von Softwareentwicklern, die eine SaaS-Lösung entwickelt hatten, zum Beispiel eine E-Learning-Software. Hatte ich sogar 3 oder 4 verschiedene Anfragen, die ganz ähnlich waren. Und einfach eine Learning-Software, ja. Und habe ich gesagt, okay, was kostet die, was ist da der Lifetime-Value auf die nächsten, sagen wir mal, auf 5 Jahre oder sowas? Dann hatte ich gesagt, naja, gut, weiß ich nicht genau, 36.000 Euro oder irgendwie sowas, ja. Und habe ich gesagt, okay, erstens mal, wenn du es nicht genau weißt, dann ist das Projekt noch sehr jung, ja, und da gibt es eben auch verschiedene Risiken, weil du nicht genau weißt, okay, wie viel kann ich vorne reinstecken, damit es eben hinten raus profitabel ist. Das heißt, er war noch so ein bisschen in der Jungspundphase, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du SaaS-Lösungen hast, die, sagen wir mal, jetzt hat Recurring Revenue haben, also so Abo-Modelle oder sowas, im Durchschnitt, sagen wir mal, das Lizenzmodell im Durchschnitt von ein paar tausend Euro, ja, im Jahr, ja, dann musst du ganz andere Marketing- und Sales-Strategien fahren, als wie wenn du natürlich Projektgeschäfte machst. Im Large Enterprise-Segment, um jetzt mal das andere Extrem herauszunehmen, von 1, 2, 3, 4, 5 Millionen Euro, ja, wo die Sales-Cycle 2 Jahre sind und so weiter. Also letztendlich gibt es nochmal Unterkategorien. Aber ich versuche hier möglichst jetzt in dieser Videoserie all diese Kategorien, die ich bearbeite mit meinen verschiedenen Kunden, abzudecken, was auch nicht ganz einfach ist, weil man ja dann eigentlich nochmal für jede Unterkategorie, also Large Enterprise, Mid-Segment, Sub-Mid-Segment und das untere Segment, ja, einfach nochmal reinschauen müsste. Aber das würde ich dann anbieten, eben in meiner Akademie oder im Zuge eines One-to-One-Live-Calls eben mit dir eben zu machen, wenn du da konkret eben Bedarf hast oder Interesse, und hier unten oder oben findest du dann eben dann den Link dazu, um dir bei mir erstmal eine kostenlose Strategie-Session zu buchen entsprechend. Okay, heute in diesem Video geht es einfach mal um das Thema SQL. Ja, ich nutze einfach aus umweltschonenden Gründen hier einfach das Papier, wo hier schon dieser komische Kreis jetzt ist. Was haben wir da besprochen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, SQL ist Marketing Sales Qualified Lead, ja, kommt auch aus dem Englischen, und ich hoffe, ich habe das Mikro halt mal hierhin gemacht, ich hoffe, es funktioniert, das ist etwas besser als der Tonqualität. Und worum geht es da? Okay, wir haben ja hier ganz ausführlich besprochen, was ist ein Marketing Qualified Lead, und ein echter Marketing Qualified Lead ist auch wirklich ein echter Lead. Ja, das bedeutet, wir haben die Telefonnummer, wir haben den Namen, wir haben die E-Mail-Adresse, und das passt auch alles, wir haben das alles schon mal geprüft. Ja, ganz wichtig, ja, das ist kein echter Lead, wenn es nicht geprüft worden ist. Das heißt, wir haben den angerufen, die E-Mail, wir haben alles gecheckt. Ja, weil da gibt es auch ganz viel Fakes, E-Mails und so weiter, Spam, was weiß ich alles. Das wollen wir alles nicht, das wollen wir alles raus haben. Ja, Quality always first. Ja,
Quality always first. Mir ist es scheißegal, ob diese Liste, die wir zusammengebaut haben, mal angenommen, wir haben 10.000 Euro in Google Ads investiert und damit sind eine Liste von 1.000 Leads, aber davon sind 40 oder 50% nur Spam und Schrott, ja, dann bringen mir die 1.000 Ding nichts. Ja. Mir ist lieber nur 100 oder 200 Leads, ja, Marketing Leads, ja, nur reine Adressen Leads, aber die alle geprüft worden sind, die alle top sind. Ja. Also immer Quality, Quality, Quality. Und dann jetzt rufen wir die an, jetzt kommen die in unseren Prozess rein. Ja, hier wird jetzt dann sozusagen hier unten, okay, Telefon, Akquise, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man Akquise schreibt. Ja. So viel Englisch gesprochen die letzten Monate. Telefonakquise betrieben, ja. Individuelle E-Mail, also E-Mails, dadurch, dass wir hier die eingeladen haben, hier haben wir zum Beispiel jetzt einige davon, können wir in Newsletter, also entweder individuell, B2B, wir dürfen jedem individuell eine E-Mail schreiben, ja, oder die halt den Haken haben, das heißt, die haben eingewilligt, DSGVO und so weiter, da können wir auch automatisiert, ja, und hier ganz, ganz wichtig, wir machen das eben mit Tools. Und da habe ich bestimmt schon einige Monate meiner Lebenszeit investiert, hier die besten Tools rauszupuppeln. Und ich habe mittlerweile auch einen Experten bei mir, der mich da unterstützt, ja, weil das einfach ein Fass ohne Boden ist, die richtigen Tools zu finden. Und der befasst sich jeden Tag nur mit den neuesten Tools, die es gibt und so weiter und so weiter. Ja, dem gebe ich ein paar Euro und dann ist der die Aufgabe, mich immer wieder zu informieren, die neuesten Features über die Tools, die wir bereits nutzen. Und die neuesten Features über Tools, die wir noch nicht nutzen, die vielleicht eventuell interessant werden können, wo unsere Tools, die wir aktuell nutzen, eventuell noch nicht haben, sodass wir den Support und die Account Manager unserer Tools darauf hinweisen können, hallo, unser Tool hat diese Feature noch nicht, das ist andere Tool, Mitbewerber-Tool XYZ, die haben jetzt diese Features, ja. Wie sieht es denn aus bei uns? Zieht ihr da bald nach? Ja? Und so prompten wir immer ganz bewusst individuell den Support und so weiter, unsere Account Manager, unsere Ansprechpartner bei den Tools, die wir bereits nutzen, um möglichst auch all diese Features mit zu integrieren. Das würde ich auch jedem von euch raten, nicht immer zu schauen, okay, welches Tool hat gerade die besten Features und dann ständig rumwandern, ja, und hin und her switchen und so weiter. Das bringt überhaupt nichts, weil letztendlich alle guten Tools, ja, und ich verlinke euch hier mal Pipedrive, ActiveCampaign, ClickTip und so weiter, ein paar Links könnt ihr mal anschauen, alle wirklich guten Tools, und es gibt einige davon, haben natürlich Mitbewerber. Und es gibt immer dann einen Mitbewerber, der ein Feature hat, der den anderen noch nicht hat und so weiter, vice versa. Und die ziehen dann immer so nach. Das ist wie Apple versus Windows und so weiter. Keiner kann sich leisten, diverse Features nicht zu haben. Nur es hat einfach manchmal Zeit versetzt. Und es bringt also nichts, dann den ganzen Krempel irgendwie umzuwälzen, umzuziehen und so weiter. Das ist ein riesen Kostenblock und riesen Energieaufwand, ja, bringt überhaupt gar nichts. Aber was man kann bewusst den Support des Tools, welches man selber gerade im Einsatz hat, ja, benachrichtigen und darum vielleicht irgendwie auch ein bisschen Druck ausüben, dass man doch möglichst schnell das danach zieht. Ja. Das Gleiche gilt letztendlich auch für Buchhaltungstools oder egal welche Tools auch immer du nutzt. Ja. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig oder sehr interessant, wenn du selber keine Zeit hast und hast das übrige Geld, ja, dir, wenn auch nur eine Teilzeitkraft, dahinzusetzen, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Tools zu testen für dich. Ja. Also ein gewisses Subset an Tools, die für dich relevant sind oder auch neue Tools, die rauskommen. Ja. Und das ist also wirklich ein Element, wo ich nur bei ganz, ganz wenigen Agenturen sehe oder Mitbewerber, die das überhaupt machen oder sowas, die da überhaupt Geld investieren oder einfach eine Person, denen du quasi ja im Monat 1.000 Euro bezahlst, eine Teilzeitkraft, die einfach den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag, aber die Zeit, wo sie eben investiert, ein paar Stunden pro Tag oder so, sich nur mit diesen Tools beschäftigt. Ja, ganz, ganz wichtig, weil hier liegt häufig ein großer Hebel. Ja, also da kannst du sozusagen mit dem bisschen investierten Geld, in Anführungsstrichen, kannst du manchmal dir selber, aber auch deinen Kunden einen unfassbaren Mehrwert mitgeben, wenn du eben up-to-date bist mit den besten Features, besten Tools, was es eben da draußen gibt und so weiter. Ja? Okay, das ist jetzt nur mal am Rande, weil jetzt nochmal ein extra Ding. Okay, also, so, wir sind jetzt hier beim SQL und diesen SQL, da haben wir jetzt das Maximale
Vertriebsziel, MVZ, maximale Online-Vertriebsziel, maximale Vertriebsziel, MVZ, ja, das ist also nicht die Münchner Vereinszentrale, sondern das maximale Vertriebsziel ist halt hier der Videocall, also der Termin. Ja, ist ein bisschen messy hier, aber es macht nichts. Ja, du bist ja vielleicht auch kreativ und so weiter. Du verträgst es schon. Ja, bist ja Softwareentwickler und oder Digitalexperte. Also, das hier ist der Termin. Und hier in diesem Termin, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da sind wir hier eben im Videocall. Ja, das heißt, hier sitzt einer, da sitzt einer und hier sitzt vielleicht noch einer. Ja, und man schaut sich in die Augen und man kann Gestiken interpretieren und so weiter. In der Regel war das früher mal der Besuchstermin, der sogenannte Besuchstermin, ja, wo man eben rumreisen musste. Ich weiß es noch, vor Corona, es war das Jahr 2018, ich hatte einen Münchner Kundenexperte im Lean Management und einen Geschäftsführer, der auch selber noch Consultant war. Ja, der hatte schon eine sehr etablierte Bude, mehrere Jahrzehnte Unternehmertum hinter sich und eine gute Bude, die schon siebenstellig verdiente. Und, aber der verbrachte, sagen wir mal, 80% seiner Zeit im Auto. Und dann eines Tages plötzlich war er wie vom Erdboden verschluckt. Ja? Ich hatte einen Termin für ihn vereinbart, einen Sales Call, und er war einfach nicht da. Und dann war plötzlich nur irgendjemand anders da und so weiter, habe ich erfahren. Er hatte einen wirklich, wirklich schweren Autounfall. Also der war wirklich 8 Wochen im Krankenhaus und komplett weg vom Fenster. Der konnte nichts machen. Ja, Gott sei Dank hatte er ja bereits ein Unternehmen, das auch ohne ihn funktionierte. Ja, aber der hätte auch sterben können in diesem Autounfall. Und letztendlich, wenn du 80% deiner Zeit nur damit verbringst, als Geschäftsführer, ja, einer Lean Management oder Agentur oder Softwareentwicklung oder was auch immer, damit verbringst, 80% deiner Zeit nur von A nach B zu fahren, zu irgendwelchen Besuchsterminen, also quasi physische Termine, die du eigentlich alle zu 90% über Video machen könntest, dann ist es rein statistisch gesehen nur eine Frage der Zeit, dass du irgendwann mal, wenn du von Termin zu Termin hetzt mit deinem Auto, dass es dich erwischt, dass du einen Autounfall machst. Und wenn du Pech hast, und das muss nicht mal dein eigenes Verschulden sein, ja, das kann auch das Verschulden eines irgendeinen Wahnsinnigen sein oder als irgendwie, was weiß ich, was da teilweise tschechische, polnische, irgendwelche Lastwagenfahrer, die ohne zu blinken einfach links rausziehen, ja, du schwenkst rüber, gehst an die Leitplanke, bist auf 200 Sachen, weil du gerade überholen wolltest in den nächsten Besuchstermin und ja, Game over. Ja, und bei denen hat es wirklich fast so, war es fast so. Ja, ich nenne hier keine Namen und so weiter, ich mache immer alles anonym, ja, dann habe ich da auch keine Datenprobleme, aber ich will mal vielleicht welchen mal, es ist schon so lange her, vielleicht welchen mal ein Interview, ich habe schon mal versucht, ihm ein Interview reinzubringen, damit er das mal erzählen kann, weil das ist wirklich, ja, also was kommt nach dem Tod, also schlimmer kann es nicht werden, ja? Also von daher, unsere Termine versuchen wir mal alle Video zu machen und ganz ehrlich, wir haben teilweise sogar ganze Projekte über die Corona-Zeit mit einigen meiner Kunden damals, Poet GmbH und so weiter, die dann auch verkauft wurden zu All for One, ja, 2 Jahre später, ja, wo ich angefangen habe, mit denen zu arbeiten, 2020. Ich habe auch hier eine super Referenz damals noch von Nils Schulz. Und da hieß es auch, okay, jetzt ist Corona, wie machen wir das und so weiter. Und zwei Wochen nach dem Lockdown, ja, haben wir angefangen zu arbeiten, weil kein anderer hatte sich zugetraut, eben in dem Umfeld zu arbeiten. Und dann haben wir die Zusammenarbeit begonnen damals, ja, der Jochen und ich, damals der Vertriebsleiter dort. Und die haben dann einfach komplette Projekte, also Softwareentwicklerprojekte mit sämtlichen Workshops und allem drum und dran, alles digital abgebildet. Ja. Und so hat sich eben die Zeit gewandelt und heutzutage ist halt einfach keine Besuchstermine mehr, sondern noch Video. Und das finde ich auch ganz okay so. Aber eins muss ich noch dranhängen. Es macht natürlich Sinn, wenn du sowieso schon nah dran bist. Also wenn ich jetzt Kunden gewinne, die hier im Münchner Umfeld sind, dass du die auch immer wieder physisch triffst, dass du auch mal mit dem was trinken gehst, mit dem mal was essen gehst. Das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Qualität. Ja? Und grundsätzlich auch Kunden oder auch Mitarbeiter, ja? Die nicht regional bei dir jetzt gerade vorhanden sind, vielleicht die remote arbeiten oder Kunden, die weiter weg sind, auch ab und zu mal besuchst.
Das hat eine ganz, ganz andere Qualität, ein physisches Treffen. Aber da reden wir jetzt nicht davon, 80-90% deiner Zeit als Geschäftsführer oder Head of Sales im Auto zu verbringen, ja, und rumzuhetzen wie ein Blöder und nie zu Hause zu sein und von morgens um 6 bis abends um 12 ja, auf Achse zu sein. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Hausnummer an physischen Besuchsterminen, als wie wenn man halt ab und zu mal auch verreist, ab und zu mal eine gewisse Wegstrecke hinter sich legt und mal ein physisches Event teilnimmt. Also wir sind ja immer noch Menschen, ja, soziale Wesen, und wir brauchen den physischen Kontakt mit Menschen. Hände schütteln, ja, sich auf die Schulter klopfen, ja, sich umarmen. Ja. Das ist ja bei uns Deutschen sowieso so mager. Ja, wenn ich jetzt mal sehe, die in Russland zum Beispiel, da gibt man sich immer Bussi, ja, sogar die Männer, das ist absolut nicht meins. Ja, habe ich schon Erfahrungen machen dürfen. Ja, und das war okay, das reicht mir jetzt. Aber also nur mal abgesehen, nur mal so viel dazu, dass die Russen alle so, ja, so lieb, soll ich sagen, so nicht herzlich sind oder sowas, ganz im Gegenteil, ja. Und ja, aber jetzt auch Italiener, Franzosen und so weiter und so weiter. Ja? Okay, so, also jetzt habe ich mich mal ein bisschen verloren hier, aber letztendlich, das ist unser Ziel bei den SQLs, ja. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier letztendlich ein paar Kriterien erfüllt haben, sonst geben wir den SQL gar nicht an unseren Kunden weiter. Das eine ist Bedarf. Okay. Und ich würde sogar sagen, akuter Bedarf, ja, oder aktueller Bedarf. Das bedeutet, okay, hier ist aktuell wirklich geplant, loszulegen innerhalb kleiner gleich 3 bis 6 Monate. Ja, 3 bis 6 Monate. Ich halte es so vage, weil sich das immer ständig ändert. Ja, es ist halt leider draußen so. Ja, ständig ändert sich irgendwas. Aber 3 bis 6 Monate sollte es sein. Noch kürzer wäre noch besser. Ja? Und das ist also der Bedarf. Dann Budget. Also das deckt sich leider auch nicht immer. Ne? Also man hat Unmengen Bedarf, aber mit dem Budget wird noch ständig rumgefightet. Ja? Du hast dann hier innerhalb deiner Kunden diese Kompetenzcenter, Entscheidercenter und Buying Center und was weiß ich, wie die alle heißen. Du hast halt dann den CFO, den COO. Ja, und die schieben halt ihre Excel-Sheets durch die Gegend, die ganzen Tage, schauen sich die Kostenblöcke an und so weiter und weiter. Ja, vergeben Budgets und so weiter. Dann hast du halt die Fachabteilungen, ja, die Fachabteilungen und dann halt die ITler. Und die haben wieder teilweise ganz andere Gesichtspunkte. Und das sind so die Dinger. Und hast halt noch irgendwo auch noch den GF. Ja, der hat auch noch was zu mitzureden und so weiter. Okay, aber das muss irgendwie, also der Bedarf, das Budget, der Timeframe vom Bedarf und dann muss, was noch? Ja, das sind eigentlich die zwei wichtigen Dinge. Ja, klar. Kompetenzen, Matching. Ja, ich mache das jetzt mal so ein bisschen auf Denglisch, also halb Englisch, halb Deutsch, ja. Also die Kompetenzen müssen halt wirklich 100% stimmen, weil sonst kriegen wir hinten raus Probleme. Ja? Also letztendlich, was die an Bedarf haben und das, was du als Entwickler, Dienstleister bietest, muss halt 100% stimmen. Und dann geht das Ganze, ja, wenn wir da fertig sind, dann machen wir halt das Angebot. Ja? Bei vielen meiner Kunden mittlerweile machen wir auch das Angebot oder wir stellen zumindest gewisse Angebote oder helfen unsere Kunden, Angebote zu erstellen, wenn sie es eben nicht gewöhnt sind, weil viele meiner Kunden sind eben noch kleiner, waren ursprünglich Freelancer und so weiter, mussten nie ein Angebot erstellen, also wirklich ein echtes Angebot und haben einfach immer nur irgendwelche Arbeiten bekommen von irgendwelchen Personalvermittlern als Freelancer. Na, einfach hier, mach das, du kriegst hier Stundenlohn, ja, aber haben eigentlich noch nie ein Angebot in ihrem Leben erstellen müssen, obwohl sie irgendwie seit 20, 30 Jahren entwickeln wie die Verrückten. Ja? Also letztendlich, genau. Und dann nach dem Angebot kommt die nächste Stufe zum SQO, also Sales Qualified Opportunity. Und das machen wir dann im nächsten Video. Jetzt sind wir auch schon wieder auf 20 Minuten.
sorry, ja, ich werde es unterteilen, auf YouTube kann man ja so schön vor- und zurückspringen, dann kannst du einfach den mittleren Teil, den ich ein bisschen, wo ich ein bisschen ausgeschweift bin, einfach überspringen. Das ist ja das Geile auf Video, auf YouTube. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Teil, beim dritten Teil wieder mit dabei bist, wenn wir über den SQO sprechen, ja. Und ja, dann abonniere schon mal den Kanal, das Glöckchen, ja, damit du auch dann Bescheid bekommst, ja, wenn ich zum Beispiel dann auch den dritten Teil hochlade, das wird so ein paar Stunden sein, muss ich ganz ehrlich sagen, morgen am Sonntag oder so, heute ist Samstag, ja, am Wochenende habe ich auch viel Zeit für solche Sachen, unter der Woche eher ganz, ganz wenig Zeit. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video und ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein, ciao, ciao.